Hallöchen Leute und willkommen wieder zurück zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Weiß 2. In dem letzten Part hatten wir uns hier begeben nach dieser Wüste und nach dem Wüstenresort und so. Wir hatten sehr viele Trainer gebieft und jetzt machen wir uns mal hier weiter, um das Wüstenresort zu erforschen, ne? So, was gibt es hier? Wie kommt man und was, wie, wo? Ich komme gerade von der Nachhilfe. Wusstest du schon, dass man in Wüstengebieten genau wie in Höhlen überall damit rechnen muss, wilde Pokémon zu begegnen? Aber man sollte auch wissen, dass man zumindest dort, wo der Sand etwas heller ist, von Kämpfen verschont bleibt. Ja, das wusste ich, aber ja, trotzdem nette Ideen, so Hinweise, ne? Und hier gibt es auch so einen Screen, womit man, ja, so eine 3D-Ansicht genießen kann, halt so, ne? Naja, wenn man es mag. Und ja. Hier sind wir dann im Wüstenresort. Und die Mucke ist. Ja, wie in einer Höhle eigentlich. Recht blöd eigentlich. Naja. Egal. Soll nicht mein Problem sein. Ich wollte dem noch Überreste geben. Anstatt Scope-Linse. Wo ist denn das jetzt? Grünstück. Nein. Überreste hier. Sehr gut. So. Okay, jetzt wollte ich nur noch kurz meinen Beutel überprüfen, denn hier gibt es jetzt diesen grünen Dings hier. Wenn ich den berühre, kann ich das hier irgendwie alphabetisch abstapeln. Warte. So, jetzt ist alles fein säuberlich alphabetisch sortiert. Ach, you don't say. Aber ich möchte es anders. Warte. Warte, Anzahl abstimmen, Kategorie. Ja, nach Kategorie wäre bestimmt geil, ne? Ja, okay, jetzt seht ihr, hier sind alle Items mit Dingern, die man den Pokémon halt geben kann im Kampf und so, die halt Sachen verstärken. Dann kommen ganz banale Items, so wie Schutz und alles weitere. Dann kommen die Pokébälle. Also so finde ich das viel besser. Ich finde sowieso, sie hätten einen eigenen Beutel für die Pokébälle machen sollen, wie sie es eigentlich immer gemacht hatten in den Editionen. Aber sie haben sich irgendwie anders entschieden. Ich weiß auch nicht warum. Egal, fangen wir mal hier an zu kämpfen. Ich bin von weit her gekommen und hier im Wüstenresort zu trainieren. Hätte ich doch nur ein paar Wasser-Pokémon dabei, dann werde ich mich jetzt nicht so schwer tun. Okay. Und hier halt unsere Pokémon, wenn wir sie besiegen, ne? Ich bin eine Pflegerin, aber hauptsächlich verstehe ich mich als Pokémon-Trainer. Ich bin schon total heiß darauf, gegen dich zu kämpfen. Oh yeah, du bist heiß, ne? Also. Kein Kommentar dazu. Ulissa ist die gute. Sehr skurriler Name, aber okay. Ja, wenn man die bis einmal besiegt hat, kann man seine Pokémon da so oft heilen, wie man Bock hat. Es ist eigentlich wie der Japanomensch, also der Japanomensch halt, nur als weiblich halt diesmal, ne? Um mehr Abwechslung zu schaffen, was auch irgendwie sehr viel Sinn macht. Und ja. Ein sehr gechillter Kampf. Und jetzt werden unsere Pokémon geheilt. Gut, dann will ich mal ein Team heilen. Bei mir ist es in guten Händen. That's what she said. Ja. Wenn man als Tourist im Wüstenresort unterwegs ist, sollte man sich unbedingt vor Sandstürmen in Acht nehmen. Ach ja. Okay, hier gibt es auch natürlich unendlich viele Trainer. Die werden wir natürlich alle beefen, ne? Erlaube mir, dir anhand eines Kampfes zu zeigen, wie wüst es in der Wüste zugeht. Wow, der war jetzt nicht so gut, aber okay, es kommt von dir, also ist es egal. Ranger Dirk. Ja, ihr könnt sich mal wieder mein Gelaber von Pokémon Ranger rauslassen. Und ich glaube, ich werde es hier wieder rauslassen, da ich es kann. So, zuerst mal so die Frage, wie findet ihr Pokémon Ranger so an sich, ne? Also Pokémon Ranger ist so ein Kreiselspiel, wo man halt Pokémon einkreiseln muss, um sie zu fangen und sie dann zu benutzen, um damit die einem halt während dem Abenteuer so helfen, ne? Mit, keine Ahnung, entweder man muss ein Feuer-Pokémon benutzen, um etwas aus dem Weg zu verbrennen und so, oder wegzuschaffen, oder Wasser-Pokémon, um Feuer zu löschen und so. Und eigentlich ist das Spiel an sich ganz gechillt, aber da fehlt auch das gewisse Etwas, wie ich finde, ne? Also, eigentlich gefällt es mir, aber naja. Den ersten Teil habe ich übertrieben geil gefunden, der war gut. Der zweite ging noch. Ja, den dritten habe ich nicht mal gezockt. Ja. Also ich habe den zweiten nicht mal durchgespielt. Ich war einfach zu faul, um es durchzuspielen. So an sich, ne? So. Okay, Grünstück. Naja, ich bin eher der Fan von Rotstücken. Aber okay. Warte, habe ich... ich muss den Metalldetektor noch auf Y stellen. Damit ich den sofort zur Verfügung habe. Wieso Caster? Nein, das war nicht der Itemradar. Hier ist es. Registrieren. Medaillenbox, nö. So, jetzt muss ich nur... Nein, you suck.
So, dann so. Okay, hier gibt es natürlich auch sehr viele Items, die man, ja, finden kann. Die befinden sich einfach irgendwo hier, einfach in der Wüste halt. Weiß der, den ich spiele, den habe ich schon besiegt. Ich werde natürlich alle Items hier finden, da ich Bock habe. Ja, wenn man die schon geschenkt bekommt, möchte ich die auch haben. Komm her, Frau. Frau. Die singende Wüste, die brodelnde Leidenschaft, die Hitze eines Kampfes. Sehr skurril, naja. Ja, was kann man noch sagen? Ja, es gibt auch das, die anderen Pokémon-Spiele, die Pokémon Mystery Dungeon-Reihe. Ja, Mystery Dungeon finde ich auch sehr geil. Ja, also es ist vom Gameplay her nicht so derbe, aber es ist schon gut. Es macht schon Spaß, sagen wir jetzt mal so. Es ist auch so rundenbasiert und man hat, na, man sieht schon, es ist abwechselnd, ne? Die Dungeons sind immer ganz anders gehalten, es kommen immer verschiedene Pokémon und die Story des Spiels ist an sich der Hauptpunkt, warum man es überhaupt spielt. Also für mich auf jeden Fall. Ich möchte nämlich immer wissen, was zunächst geschieht, warum und wieso. Und ja, das Spiel ist recht geil. Also es sind bis jetzt, glaube ich, wie viele Teile sind rausgekommen? 3 Stück. Also, es sind meistens immer 2 Spiele, wo rausgekommen sind, aber halt, wisst ihr, so eine, ne? Also wie mit Weiß 2 und Black 2 halt, so 2 Spiele, aber nur eine Generation. Es gab eins für den normalen DS, also Mystery Dungeon einfach, Rot und, Rettungsteam Rot und Blau. Dann war für den, auch noch für den DS, wie heißt das andere? Erkundungsteam Dunkelheit und noch was, glaube ich, Zeit. Und dann noch die dritte Version sogar, Erkundungsteam Himmel oder so. Das war die geilste Version, also die habe ich durchgezockt, die war übertrieben geil. Und die Geschichte, Leute, die hat einen gefesselt bis zum geht nicht mehr. Das war wirklich der übertriebene Kack. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, werde ich auf jeden Fall irgendwann mal let's playen, bestimmt. Einfach, weil es einfach so geil ist, ne. Und vor kurzem ist sogar bekannt geworden, dass der nächste Teil schon rauskommt. Der wird für den 3DS rauskommen, was mich sehr freut für den 3DS. Ey, die Grafik sieht ja schon übelst hammermäßig aus. Also wenn ich es irgendwie schaffe, werde ich euch irgendwo hier Bilder reinklatschen, damit ihr ungefähr sehen könnt, wie es aussieht. Und wo gibt es hier jetzt ein Item? Hallo, Item. Superschutz, nice. Den werde ich sofort aktivieren, damit ich keine Kämpfe mehr hier sehen muss. Kämpfe sind doof. Wo ist es jetzt? Ich habe ein Protein, Angriffwert, bei dem hier sofort machen. Okay. Superschutz, how you doing? Ich habe jetzt alles geändert, stimmt. Ich muss das jetzt, so, ne? Okay, Superschutz, aktivieren. Ja, das seid ihr mittlerweile von mir gewohnt. Kommt ja ab und zu, ne? Und ja, so viel zu Mystery Dungeon. Also, wie gefällt euch überhaupt die Reihe? Also die Mystery Dungeon Reihe. Würde mich auch sehr interessieren. Denn ja, ich denke, dass die meisten eher an dem normalen Pokémon hier gewöhnt sind. Und es, naja, schwer haben sich an etwas Neuem zu wagen. Es ist leider immer das gleiche Problem. Deshalb hat sich auch Pokémon nicht so gut entwickelt innerhalb den 20 Jahren, wo es existiert. Was mich irgendwie sehr traurig macht und so. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber irgendwie fehlt bei mir etwas bei Pokémon. Auch in diesem Spiel. Das Spiel an sich ist übergeil, also es hat fast alles. Ich meine, die Pokémon, man hat eine sehr große Anzahl an Auswahl, die man in seinem Team aufnehmen kann, wenn man Bock hat. Aber irgendwie, keine Ahnung. Aber ja, auch die Story ist gut, alles ist gut. Die Gegenden, die neuen Dinger, die gemacht wurden, alles. Die Sequenzen, die legendären Pokémon, alles sehr schön und gut. Aber irgendwie fehlt mir was. Ich kann euch nicht sagen, was. Also, naja. Also ich werde mich jetzt noch überraschen lassen von der Story. Ich habe die jetzt zwar auf Japanisch gesehen, aber ich habe sie ja nicht verstanden. Und wenn es das noch irgendwie kompensiert, dann kann das Spiel doch noch gut werden. Also das Spiel an sich ist schon gut, aber ich meine wirklich, dass es den Pokémon-Status bekommt. Den wow, einfach so wow, der derbe Kack, whatever. Und ja. So viel zu... What? Nein, ich bin mit Dubbe. Das war fies. Das war komplett fies, ne? Das war erniedrigend sogar. Ich habe mit einem KP überlebt und dann hat mich der Sandsturm getötet. Nicht mal das Pokémon, das ist erniedrigend.
Das war schlimm, ne? Was ist das überhaupt für ein Pokémon? Wie heißt das? Makabaja. Ach ja, die Deutschen hatten auch wieder voll den Einfallsreichtum gehabt, ne? Hatten sie wieder gekillt, wo sie sich die Namen ausgedacht haben. Sehr schön. Das freut mich immer wieder. Ne, ehrlich, aber die deutschen Namen sind wirklich für ne? Das kann man nicht bringen, also, ne. Komm. Dum, dum, dum. Ich hoffe, dass sich mein Elekid noch in diesem Part hier entwickeln wird. Das wäre geil, das wäre voll nice und so. Hier gibt's Items, wo? Aha. Aha. Sternstück. Okay, das kann man gut verkaufen, um Geld zu bekommen und so. Ist hier noch irgendwo. Wo denn? Ja, wo denn? Hier. Indigo-Stück. Sehr gut. Okay, und der möchte auch kämpfen, ne? Klar möchte kämpfen, ne? Also. Yeah. Trixie. How you doing, Trixie? Sie hat einen Sandan. Okay, sehr chillig. Nichts Besonderes halt. Aber mit dem Level, muss ich sagen, sind wir schon gar nicht so schlecht, ne? Hätte ich den Hürdenmodus schon eher eingestellt, wären wir jetzt, glaube ich, schon über 30 Level locker. Also hätte ich den wirklich von Anfang an benutzt. Ich habe den erst in Strato City benutzt. Das heißt, ich hatte zwei Arena-Leiter besiegt und ihn dann erst aktiviert. Bis dahin wäre ich schon lange, naja, übergelevelt und so, bestimmt, ne? Naja, egal. Ist nicht schlimm. Von jetzt an werden wir weiterhin mit dem Hürdenmodus spielen und uns aufregen bei den Trainern, wenn sie mir auf jeden Fall Beef geben. Ja. Die Arena-Kämpfe werden auf jeden Fall viel interessanter dadurch. Also, mir ist schon aufgefallen, bei Arti, das war schon geil. Ne? Also, ich habe mich da auch doof angestellt, da ich die Käferattacken also nicht. Also, da ich die Käfer da nicht besiegt hatte mit meinem Walzer. Naja, jetzt weiß ich es. Ist gut jetzt, ne? So, ne? Was hat sie gesagt? Nimm die Hand voll Sand. Das macht keinen Sinn. Superschutz aktivieren, klar. Und ein weiterer Trainer. Ach, es ist ein Traum, hier zu sein. Meine Suche nach einem Mod, den ich zu Hause nennen kann, führt mich um den ganzen Globus. Und was ist mit dir? Mich treibt mein Drang nach Abenteuer-Dings. Rudolf, how you doing, Rudolf? Ich weiß nicht, wenn ich Rudolf höre, muss ich entweder an den Rudolf von Weihnachtsmann und Kokage denken, also den einen mit der roten Nase, ja, solltet ihr kennen. Oder an Adolf, ne, den Adolf, den einen, den wir alle kennen und teilweise lieben, ne. Kein Kommentar zu dem. So. Ja, mir wurde auch vorgeschlagen, dass ich Ganovil in mein Team aufnehmen soll. Also. Na, ich weiß nicht, also ganz ehrlich, ich habe schon 5 Mitglieder, die sicher in meinem Team sind, also die meisten, ja, die zwei hier sind schon in meinem Team, also mein Affe und Elekid. Und jetzt werden noch einige dazukommen, ich weiß nicht genau wann, ich habe auch irgendwie keine Ahnung. Auf jeden Fall etwas später, nicht jetzt sofort, aber irgendwann mal, demnächst. Herzschuppe. Nice, really good. Okay, ich möchte mich vergewissern, dass ich hier alles auf dieser Seite gefunden habe. Auf der anderen Seite gibt es natürlich noch einiges. Habe ich den hier gebieft? Na, okay, der gibt mir nur Pudersand. Verstärkt Bodenattacken, glaube ich. Ja, stimmt, sehr gut. Wieso hatte ich den nicht angesprochen vorhin? Ich weiß nicht. Ich hatte bestimmt Angst vor dem, der jetzt so aussieht wie so voll der... Keine Ahnung. Noch ein weiteres Indigo-Stück. Naja, die werden wir später gut gebrauchen, ne? Okay, wo führt das mich jetzt hin? Ja, genau hier. Das konnte ich mir fast denken. Aber da kommen wir nicht durch. Hier findet man ein sehr wichtiges Item, das wir jetzt gleich finden werden, was Sinn macht. Wenn du wissen willst, womit mein Rucksack gefüllt ist, musst du mich schon besiegen. Ja, ich kann mir schon denken, was da drin ist. So, du hast bestimmt Sprengstoff und Dynamit da drin, ne? Also, das ist nur eine Vermutung, so. So, jetzt, okay, jetzt ist es da, das Käfer-Pokémon. Jetzt probieren wir mal Walzer aus und sehen wir uns mal das Ergebnis an. Ne? Daraus können wir schließen, wie der Kampf mit Arti verlaufen würde, wenn wir Walzer eingesetzt hätten. Sehr guter Anfang. Und er verstärkt jetzt wieder seine Init. Wie immer. Aber das sollte jetzt kein Problem sein. Ich glaube, er wird uns jetzt einmal angreifen, aber danach bekommt er eine volle Ladung. Okay, greif nicht an.
Aber das könnte jetzt durchaus gefährlich werden. Aha, verdammt, ich hab's mir schon denken können, ne? Ja, trotzdem wage ich nochmal einen Walzer, denn ich denke, das sollte ihn umhauen, ne? Ach komm, lass das mal. Komm. Okay, das reicht auch für den hier. Ja, wo war ich? Hier gibt es ein wichtiges Item, wenn ihr einen Fukano habt. Einen Feuerstein. Den werden wir jetzt gleich hier finden. Den könnt ihr nur mit dem Gerät hier finden. Ansonsten seht ihr den gar nicht. Und hier gibt es noch einen Trainer. Verdammt. Alter, hier gibt es viele Trainer. Das gibt es doch nicht. Ja, falls ihr einen Fukano habt, könnt ihr euer Fukano in einen Arcani entwickeln mit diesem Feuerstein. Ihr könnt außerdem euer Evoli in einen Flamara entwickeln, was ich aber nicht wirklich bevorzugen werde. Flamara ist das schlechteste der Evoli-Entwicklungen. Und es gibt viel bessere Formen hier. Ne? Also ich meine Feuer-Pokémon, das wollte ich sagen. Zu meinen, das Anfangs-Pokémon hier, oder wenn man die schwarze Edition hat, kann man sich ein Magby fangen am Anfang. Und das würde ich eher bevorzugen, als ein Evoli in einen Flamara zu entwickeln. Das wäre schon eine Verschwendung. Also, da würde ich eher Aquana nehmen, oder Blitzer sogar, oder Psyana, keine Ahnung. Da hat man viel Auswahl. Und, ja. Was denn los hier, Manfred? Gut, dass ich Überreste habe. Ansonsten wäre das irgendwie jetzt voll doof und so. Ja, ja, sehr, sehr nice, sehr nice. Du. Beim Spielen hat mich... Ja, das interessiert keine Sau, ne? So an sich nicht, ne? So, gibt es hier links noch was? Ja, ein Pokéball gibt es hier. Top-Ether, wow. Geil. Gibt es hier unten was? Nö, okay. Hier ist dann der Feuerstein, ne? Wir stehen gerade drauf. Ist der Feuerstein gefunden. Aber da muss man aufpassen. Mit Fukano werde ich nicht sofort den Feuerstein benutzen, ganz ehrlich. Also ich hatte es in meiner schwarzen Edition gemacht. Ich habe den ja trainiert. Er war in meinem Team. Und das Problem war, Fukano kann ja die Attacken Flammenwurf und Flammenblitz erlernen. Aber kann ihn nicht, was irgendwie sehr behindert ist an sich. Aber so ist es halt. Und ich würde es dann so machen, dass ich, also ich glaube, er lernt Flammenwurf mit Level 34 und Flammenblitz mit 59. Es ist spät, aber es sind zwei Attacken, die man einfach haben muss. Wenigstens Flammenblitz muss Arcani haben. Und da werde ich schon mein Fukano auf Level 59 trainieren und dann erst den Feuerstein benutzen. Es ist zwar krass, aber es würde sich einfach lohnen. Die Attacke ist einfach krass. Also ich hatte danach ein Arcani, das jetzt nicht so übel stark war, ne? Es war nicht schlecht, aber naja, da gibt's ein Item. Also ich rate euch mal, es so zu machen. Ihr könnt es machen, wie ihr wollt. Ist natürlich eure Sache. Euer gutes Recht und so. Könnt ihr machen, was ihr wollt. Aber ich rate euch mal, es so zu machen. Schaufler! Alter, ich hätte es beinahe übersehen. Das werde ich definitiv irgendjemandem beibringen hier. Aber gibt es noch Items? Die werde ich mir natürlich alle krallen hier. Wo? Hier? Aha. Aha, hier. Hypertrank, geil. Also die kosten im Moment sowieso viel zu viel. Die würde ich mir ja nicht leisten können. Von daher ist es gut, die so zu finden. Purpurstück. Auch chillig. Hier gibt es doch bestimmt noch viel mehr, ne? Oder? Oder? Ne? Okay, hier oben gibt es noch was. Grünstück. Mittlerweile haben wir sehr viele dieser Stücke gefunden und es geht weiter. Weil es so schön ist. Sternstaub kann man auch gut verkaufen. Mit Geld kann man immer was anfangen, also ja. Kann sich schon blicken lassen. Gibt es hier unten noch vielleicht was? Ja, es gibt tatsächlich was. Gelbstück. Okay, mittlerweile haben wir wirklich viele dieser Dinger gefunden. Ne? Also ich habe immer noch kein Rotstück gefunden. Ist das mal doof? Gerade das Wichtigste, ne? Also die roten Stücke braucht ihr, wenn ihr eurem Arcani, eurem Lucario Ice beibringen möchtet später. Braucht ihr unbedingt 10 rote Stücke, ansonsten geht es nicht. Und das wäre schon so, ne? Nice und so. So, jetzt gehen wir mal hier in diesem Dings hier rein. Boy.
Hä, was mache ich nun? Ich kann das doch niemals alleine bewältigen. Hey, du da! Meinst du mich, Alter? Was los? Willkommen in der Anklangspassage. Naja, wie du sehen kannst, ist hier momentan noch nichts los. Bisher ist das hier also nichts weiter als eine normale Straße. Ups, wo habe ich denn nun meine Manieren? Ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt. Sehr erfreut, ich bin der Besitzer der Anklangspassage. Mein Traum ist es, auf der ganzen Welt lebendige Städte zu errichten, die nur so vor Geschäftigkeit sprühen. Jetzt habe ich allerdings das Problem, dass ich niemanden habe, der diese Passage hier für mich verwaltet. Moment mal, ich habe die Idee! Du bist doch ein Trainer und kommst viel herum, nicht wahr? Jemand wie dir, der auf deinen Reisen vielen Menschen begegnet, könnte dir diese Aufgabe wohl gut anvertrauen. Na, was sagst du, würdest du? Ja, komm. Vielen Dank, also gut, dann sag ich mal. Hast du irgendeinen Lieblingsspruch, den Charakter... Ja, habe ich. Die Worte, die du gleich angeben wirst, können über die drahtlos... Aha. Naja. Was passt besser zu mir als das hier, ne? Be awesome, bitch. Verstehe, toller Spruch. Und was sagst du gerne, wenn du eine Sache toll findest? Was ist der Eindruck der Begeisterung? Meine Begeisterung. Wenn ich begeistert bin, was ich dazu sage, ist doch ganz einfach. Nice! Really good! Ist doch klar, ne? Awesome, nice. Ja, ja, ich hab's mir schon gedacht, so, du kleiner Bengel, du, ne? Chef, es wird langsam Zeit für den nächsten Termin. Ach ja, die sind ja immer so schwer beschäftigt, diese Leute, ne? So ein schönes Leben möchte ich auch haben, so voll immer gehetzt durchs Leben rennen und keine Ahnung haben, was überhaupt läuft auf der Welt. Schön. Was? Welcher Trainertyp bist du? Welcher Trainertyp? Ich bin Bladius. Das kann man definieren, wie man es möchte. Also, falls es eine Definition geben sollte, dann... Ja. Nee, das ist dumm, ne? So wirst du nun in dieser Stadt genannt. Okay, warte, warte, nicht. Bladius wäre einfach... Wir nennen uns ja schon Bladius im Spielverlauf, also wär's blöd. Wir sind der Dread diesmal. Oh yeah, Dread. So hatte ich mich, glaube ich, in meiner japanischen Edition genannt. Du bist hiermit nun in vollem Umfang. Ja, 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 ja. Geh weg. Geh sterben, Frau. Boy, du bist so nett, ne? Mit dir sollte man einfach kuscheln. So, ja, das hier sieht alles schön und gut aus. Ich glaube, später kann man hier einkaufen und sonstiges machen. Ey, das interessiert aber keinen Mensch, ne? Mich auf jeden Fall nicht. So, wir sind hier in Rayona City angekommen. Die werden wir uns aber erst im nächsten Part genau unter die Lupe nehmen und wahrscheinlich auch den dritten Orden bekommen. Ja, ich glaube schon. Und ja, Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns wieder im nächsten Part. Tschüss, euer Bladius.